Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne und im Stream zu Hause. Es geht hier bei dem Antrag um eine wirklich ernste und wichtige Sache, und zwar den Kinderschutz. Und nach egal, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, ich habe da auch noch ganz, ganz komische Gefühle zu dem, was jetzt letztens im Ausschuss für Kinder, Familie und Jugend passiert ist. Ich kann es auch immer noch nicht nachvollziehen. Aber vergessen wir es mal, gucken wir mal, lass mal nach vorne gucken. Worum geht es hier in diesem Gesetz oder in dem Antrag? Der Antrag, den wir heute hier behandeln oder über den wir heute hier debattieren, fordert die Übernahme des Paragraphen 9 Absatz 2 Satz 1 der Berufsordnung in das Heilberufegesetz Nordrhein-Westfalens. Was hat das zur Folge? Das hat erstmal nur zur Folge, dass jetzt die Ärzte miteinander sich austauschen dürfen. Das heißt, es ist jetzt ein erster Schritt. Wenn ich das richtig verstehe oder den Antrag auch richtig verstanden habe, der von der CDU kam, ging ja eigentlich schon einen kleinen Schritt weiter, wurde dann aber auch in der Anhörung klargemacht, dass das so einfach nicht mit einem Schritt zu machen ist, dass da noch mehrere Schritte, zumindest ein Schritt dazwischen folgen muss, um nämlich den Ärzten überhaupt erstmal den Austausch untereinander zu ermöglichen. Und jetzt sage ich mal so, wir Piraten stehen jetzt nur nicht gerade in dem Ruf, mit Datenschutz fahrlässig umzugehen. Und wir haben uns da auch am Anfang, also ich zumindest für mich, habe mich da doch ein bisschen schwer getan, als ich das erste Mal gelesen habe und musste mich dann auch sehr, sehr schlau machen, habe mich dann auch mit Vertretern von, oder wir haben uns dann mit Vertretern von RISKIT getroffen, haben das uns genau erklären lassen, was dahinter steht. Und nachdem ich das so mehr oder weniger verstanden habe und auch die technischen Hintergründe mir genau habe erklären lassen, frage ich mich, es geht eigentlich gar nicht anders. Ich habe hier zwei Werte, Datenschutz und Kindeswohl. Und jetzt komme ich ganz klar zu dem Punkt, Datenschutz, gerade auch für die Kinder, ist wichtig. Ist aber auch irgendwas, was mit Kindeswohl zu tun hat. Und wenn ich jetzt mal den direkten Kindeswohl angucke und so, wie ich mitbekommen habe, auf welchem minimalen Punkt diese Datenbank aufgebaut ist, welche wenigen Daten dort gesammelt werden, sind es eigentlich nur noch ganz kleine, minimale Veränderungen, die wir an dieser Datenbank vorschlagen würden. Und wir würden sie als völlig okay und völlig richtig betrachten. Doch reden wir jetzt erstmal gar nicht mehr über die Datenbank. Viel wichtiger ist eigentlich, was mit den Ärzten ist derzeit. Denn die müssen wir überhaupt erstmal in die Lage versetzen, diese Datenbank nutzen zu dürfen. Was derzeit ja gar nicht die Möglichkeit wäre. Zurzeit wäre es noch nicht mal die Möglichkeit, dass ein Arzt, wenn er auf welchen Wegen auch immer erfährt, dass der andere Kollege schon mal da war, er dürfte nicht mit diesem anderen Kollegen reden. Das ist nach derzeitigen Gesetzen nicht erlaubt. Und da frage ich mich auch wieder, das kann doch nicht wahr sein. Also ich frage mich die ganze Zeit, da wird die ganze Zeit eine Schutzsache hingestellt, und jetzt entschuldigen Sie mir diesen Ausdruck, den ich das Gefühl habe, dass der von der Politik andauernd mit Füßen getreten wird. Ich weiß gar nicht, welche Gruppe jetzt dahinter steht, diesen Datenschutz oder diese Schweigepflicht, die ja eigentlich auch unter dem Bereich Datenschutz fällt, hier so sehr gegen den Kinderschutz hochzubringen. Ich kann es wirklich nicht verstehen und ich hoffe auch, nach allem, was in der letzten Woche im Ausschuss für Familien, Kinder und Jugend passiert ist dazu, dass das, und ich weiß nicht, also ich habe auch einen sehr verhaltenen Optimismus, weil ich nun mal weiß, dass man inhaltlich, oder ich habe ja auch mit vielen Kollegen aus der SPD-Fraktion gesprochen, und ich weiß ja eigentlich, dass sie inhaltlich dabei stehen, wobei ich das Verhalten dann noch weniger verstehen kann, aber ich hoffe, dass wir im Ausschuss zusammenkommen werden und uns vielleicht noch auf einen gemeinsamen Antrag einigen können, weil das wäre eigentlich auch das richtige Signal für die Sachen, für die Kinder hier in Deutschland und für den Kinderschutz in Nordrhein-Westfalen, wenn man sich gemeinsam einigt und mal alle Partei- und Fraktionsinteressen hinten rüberschmeißt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Wegener. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Yüksel.